Wichtige Fragen der Wohnungswirtschaft wurden bei einer Fachtagung in Pirna diskutiert. Die städtische Wohnungsgesellschaft organisierte das Treffen. Es war die erste Veranstaltung dieser Art in Pirna. Uns kam es darauf an, mit Kollegen in den Dialog zu treten, interessante Vorträge anzubieten, auch uns selber zu präsentieren. Das hat auch durchaus Werbeinteresse für uns. Und ich denke, das klappt bis jetzt, so wie das Kolloquium verläuft. Und damit hat es sein Ziel erfüllt. Geschäftsführer verschiedenster sächsischer Wohnungsunternehmen nahmen an der Fachtagung teil. Die Zukunft der Wohnungswirtschaft stand bei den Vorträgen im Mittelpunkt. Ein zentrales Thema: die demografische Entwicklung. Die Mieter der Wohnungsunternehmen werden immer älter. Die Bedürfnisse an zweckmäßigem Wohnraum verändern sich. Nehmen wir altersgerechtes Wohnen. Wir haben ja ein Projekt, bei dem wir eine ganze Etage umbauen wollen, in einer Art alten WG mit autonomen Wohnungen und Gemeinschaftsflächen. Die Kosten dafür sind so hoch, dass am Ende Mieten von vielleicht 15 Euro pro Quadratmeter rauskämen. Das kann natürlich keiner unserer Kunden bezahlen, also müssen wir nach anderen Wegen suchen. Insofern ist die öffentliche Hand natürlich ein Ansprechpartner. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Fördermöglichkeiten. Dort, wo das bei uns reinpasst, nutzen wir das auch. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, dort ist Steuergeld sinnvoll eingesetzt. Altersgerechtes Wohnen, bezahlbare Mieten. Gerade die kommunalen Wohnungsunternehmen haben eine soziale Verantwortung. Siegfried Schneider aber kennt die Probleme, die damit einhergehen. Denn weit über 100 Wohnungsunternehmen aus Sachsen sind in seinem Verband organisiert. Also wenn sich die öffentliche Hand aus der Verantwortung zurückzieht, nicht nur allein durch Fördermittel, sondern zum Beispiel nicht bereit ist, energetisch halbwegs vernünftige Wohnungen auch denen zur Verfügung zu stellen, die sich es nicht leisten können ad hoc, dann denke ich, wird es wieder soziale Verwerfung geben. Jede Kommune ist eigentlich glücklich dran, wenn sie gemeinschaftlich einem kommunalen Wohnungsunternehmen diese Problemlagen oder Herausforderungen begegnen kann. Wenn wir das Beispiel Dresden sehen, für mich ist das ganz klar, du kannst Wohnungen verkaufen, die soziale Verantwortung bleibt in der Kommune. Versicherung, Rechtsbeistand, Werbung, aber auch die neuen Medien waren bei der wohnungswirtschaftlichen Fachtagung gefragte Themen. Kathleen Parmer hat sich auf soziale Netzwerke spezialisiert. Sie möchte das verstaubte Image der Wohnungswirtschaft aufpolieren, macht sich für den Einsatz von Facebook und Co. stark. Es wird so stark unterschätzt, wo wir in der Zukunft stehen werden. Wir werden 50% unseres Sehens eines Unternehmens über das Internet machen. Schauen Sie sich die Leute an. Wir sitzen auf der Couch, wir haben Laptop, wir haben Handy, wir haben iPad. Hat alles verändert. Neue Blickwinkel, Gedenkanstöße. Die wohnungswirtschaftliche Fachtagung in Pirna lieferte beides und darüber hinaus hervorragende Musik. Landüber aus Dresden machte die Köpfe frei mit sphärischen Klängen und rundete so eine durchaus gelungene Veranstaltung ab.